Ja, liebe Sportsfreunde, schönen Gruß hier aus Ratingen nach einer Länderspielpause. Wir hatten zwar kein Länderspiel, aber zum Spiel Germania Ratingen gegen SV Hüdesheim. Aber wir hatten den Niederrhein-Pokal und da waren wir ja nicht mehr dabei, deswegen hatten wir auch spielfrei. Hatte mit dem Pokal zu tun. Der Vorsitzende hat mal gesagt, wir hätten Ronsdorf weggehauen und könnten dann jetzt schön gegen Rot-Weiß Essen spielen, aber das ist ein anderes Thema, oder? Ja. Ich war in Friedrichsfeld ja nicht dabei, leider. Gut, dass du nicht dabei warst. Es war sehr, sehr schlimm gewesen, aber okay. Nicht nachkarten, ist vorbei. Ja, das Spiel vor der Länderspielpause oder Pokalpause erinnern wir uns auch nicht gerne zurück. Da gab es auch auf die Mütze in der englischen Woche gleich zweimal. Wie hat sich die Mannschaft in den zwei Wochen auf das heutige Match vorbereitet? Also ich hoffe gut, ich weiß es eigentlich nicht. Ich hatte auch keine Gelegenheit mit Ingmar zu sprechen. Aber ich denke mal, dass sie die Zeit genutzt haben und sich hier intensiv auf dieses Spiel heute vorbereitet haben. Gehe ich von aus. Und die erste Neuerung fällt dem gewieften Zuschauer direkt auf. Der Ingmar macht seit heute offensichtlich das Aufwärmtraining selber. Der Micky macht nur noch hinten die Leibchen. Ich weiß nicht, habe ich noch nie gesehen, dass das so ist. Ja, letzter Streuer vom Ingmar oder was? Ja, ich weiß nicht. Wir haben eben schon gestaunt. Er hat da unten einen Parcours aufgebaut, der ist aller Ehren wert. Auch der Präsident war erstaunt, was der Ingmar sich da vor dem Spiel hat einfahren lassen. Hoffentlich nützt es uns. Also wenn sie so spielen mit der Parcours ist, dann können wir heute hier was mitnehmen. Der Präsident war eben auch erstaunt über den Schiedsrichter. Letztes Spiel hat er gepfiffen bei uns, MSV Duisburg. Da hat er eine rote Karte, zwei rote Karten, eine auf jeden Fall. Keine gute Erinnerung, also eigentlich schlechte Erinnerung an das Spiel, ganz schlechte Erinnerung. Ja, hat auch was gut zu machen, vielleicht für uns heute. Ja, natürlich gut, wenn er sich daran erinnern könnte, dass er da vielleicht einen Fehler so gemacht hat. Wir sind zwar nicht, hatten kein Loch im Netz, dass der Ball von außen gegangen ist, aber ich glaube, die roten Karten waren auch nicht gerade so, dass er die hätte geben müssen. Aber vor allem die Rot und der Elfmeter in einer Situation, nicht? Ja. Der Julius zum Beispiel. Ja, dann ist doppelt bestraft und dann wird es machen. War nichts zu holen. Ja, manchmal wird man im Leben doppelt bestraft. Der Basti manchmal letztes Bier schlecht im Zuhause nochmal bestraft. Ist passiert so. Ja, ist so. Wenn das letzte Bier schlecht ist, dann ist es einem im Lokal schon schlecht und auf der Toilette nochmal und am nächsten Tag erst recht. Und ja, gut. Ja, ich denke, man merkt uns, vergeht trotzdem Tabellenplatz der Spaß hier nicht. Was kann man denn für eine Mannschaft erwarten, die uns hoffentlich ein Lächeln ins Gesicht zaubert, Willi? Was haben wir für eine Aufstellung heute? Ja, also wir hatten zwar eine Pause gehabt, aber die Mannschaft ist eigentlich identisch. Der Trainer vertraut auf die Mannschaft, die letztes Mal zu Hause gespielt hat. Und wir spielen heute auch wieder 4-4-2. Das hat die Borussia gestern auch gemacht, hat aber nichts genützt. Ich hoffe, dass der SV heute besser ist. Von daher ist er das Ding, der hat vorige Woche ja in der zweiten ausgeholfen. Hat einige Türchen kassiert. Ich hoffe nicht, dass das heute wieder so ist. Und in den Kasten versucht sauber zu halten. Aber da gehören ja andere zu, die Abwehr zum Beispiel auch. Und früher habe ich mal meinen Jungs gesagt, die Verteidigung fängt schon mit dem ersten Stürmer an. Und von daher schauen wir mal, was heute rauskommt. Ja. Wir brauchen ein Phrasenschwein, Willi. Ja, brauchen wir. Dann hätten wir schon über die Kasse schon voll. Gut. Hätte ich jeden Sonntag frei trinken, wenn du mit mir hier sprichst. Ja gut, aber du hast es ja schon angedeutet. Was soll man noch böse Miene zum bösen Spiel machen? Lassen wir eine gute Miene machen, auch wenn es im Moment nicht so gut läuft. Lassen wir mal abwarten, was heute passiert. Vielleicht hat uns die Pause gut getan, Christian. Also wir spielen natürlich, der Dustin ist wieder in die erste zurückgekehrt und spielt im Tor. Die vierer Abwehrreihe mit Güven, Kapitän Ötze, Alper Kuss und Suno auf der rechten Seite. Dann die Viererreihe im Mittelfeld mit Sammy, Ivan Simic, Selçuk Ehren und Ange Hildenberg. Und unser Sturmduo ist natürlich der Lukas und der Easy. Und der Easy kennt das Stadion hier. Der hat hier schon einige Tore gemacht. Für Ratingen, vielleicht macht er heute mal Tore 1 oder 2 für den SV Ödesheim. Ja, nach dem letzten Spiel hat vielleicht das Rekordinterview mit Ingmar geführt. Das war ziemlich lang, du hast es vielleicht auch gesehen. Da haben wir auch nochmal darüber gesprochen, dass wir sicherlich viel Potenzial in der Mannschaft haben, aber einige das nicht abrufen. Und ich habe gerade auch schon gesagt, wenn heute wieder der Angie, Lukas und der Sammy 80% bringen, wird es schwer für uns. Aber ich habe gehört vom Dretti die Tage, dass besonders der Angie nach und nach mehr und mehr in Form kommt. Ist das vielleicht auch so ein bisschen der seidene Faden, in dem wir uns langsam aufrichten, dass seine Klasse jetzt wieder uns zu Punkten bringt? Ja, hoffentlich. Also wie gesagt,
unserer alten Spieler, ich sage alt in Anführungsstrichen, aber wenn Angie volle Leistung, Sammy volle Leistung gibt und der Lukas auch, dann sollte auch möglich sein, hier vielleicht irgendwie mal einen Punkt mitzunehmen. Warum soll uns das nicht gelingen? Oft gelingt es ja immer dann, wenn man gar nicht damit rechnet. Der Trainer hier von Ratingen hat ja nicht so ein gutes Haar an uns gelassen, aber ich finde es nicht in Ordnung so, dass ein Trainer sich vorab schon über den Gegner so auslässt. Aber vielleicht können wir hier die Antwort im Spiel geben und können das mal hier ein bisschen klarstellen. Und das Spiel heute ist ja auch für uns der Auftakt für ein paar knallharte Wochen. Jetzt kommen eigentlich erst die Gegner, die oben stehen, sagen wir mal. Und, aber auf der anderen Seite ist natürlich frohe Nachricht gekommen diese Woche. Wir dürfen gegen Wuppertal zu Hause spielen. Wobei ist die Nachricht so froh, dass es Arbeit und Ertrag ist, steht das im Verhältnis. Wenn ich habe eben hier von den Ratingern gehört, hier waren mehr Polizisten als Fans, mehr oder weniger. Sehr abschreckende Methoden für ein Fünftligaspiel unterm Strich. Und die Fans sind noch nicht auffällig geworden. Das wird bei uns ja wahrscheinlich ähnlich sein. Ne? Und wir haben nicht die Möglichkeiten, die stadionmäßig hier so gegeben sind. Nein, die haben wir nicht, aber wir haben im Vorfeld schon gut gearbeitet und eigentlich steht es so, wie wir es vorhaben. Aber wie gesagt, wir würden das mit der Polizeipräsenz nicht so machen wie hier. Ich habe eben noch mit der Betreuerin hier gesprochen. Die hatten also eine Hundestaffel hier, die hatten hier eine Reiterstaffel. Die standen hier in Kampfanzügen, die Polizisten. Das muss nicht sein. Manchmal reizt das auch gerade diese Sache den Gegner. Es wird bei uns nicht so sein. Wir würden etwas anderes machen. Wir haben gute Gespräche mit Wuppertal geführt und wir sehen dem gut entgegen und hoffen, dass auch für uns das Wetter mitspielt, dass auch wenn die Fans kommen, ruhig bleiben, aber auch ein paar Fans kommen, um dem würdigen, dem Rahmen, im Spiel einen würdigen Rahmen zu geben. Gut, dann letzte Frage, wie immer, Willian, würdiger Tipp für dich heute. Ich habe gerade gesehen, Klaus Haas hatte 4-2 getippt für Hüdesheim. Peti war bescheiden, hat sich mit einem 1-1 zufrieden gegeben. Die Tipps der anderen VIPs hier im VIP-Raum, ich habe 4-0, 5-0 für Heimsieg, alles schon gesehen. Ich hoffe, dass es nicht so kommt. Dein Tipp? Also ich glaube auch nicht, dass es kommt. Also eine Klatsche werden wir hier bestimmt nicht kriegen. Ich bin vorsichtig geworden. Ich sag mal so, wenn es uns gelingt, hier einen Punkt mitzunehmen, wäre das natürlich für uns sehr, sehr schön. Also ich tippe auch mal auf ein 1-1. Okay, Willi, dann wünschen wir uns beiden ein gutes Spiel und schauen wir, was dabei rauskommt. Und Köpfe nicht hängen lassen, ist das Motto, ne? Danke, Christian.